Herzlich willkommen auf Schloss Diedersdorf. Heute bei mir Mareike Sandig. Die Saison geht los im Biergarten. Wie ist es Ihnen in den letzten Jahren so ergangen? Es ist ja eine schwierige Zeit gewesen. Ja, also erstmal auch herzlich willkommen. Wir dürfen ja jetzt zusammenstehen. Wir haben uns gerade schnell getestet. Genau. Alles negativ. Und in dem Sinne sehen wir positiv in die Zukunft. Wir freuen uns. Wir machen jetzt den Biergarten auf. Wir freuen uns auf ein hoffentlich anderes Jahr als das letzte Jahr. Wir haben heute die Biergarteneröffnung und fangen jetzt wieder an, hoffentlich aus dem Dornröschenschlaf aufzuwachen. Und es geht los und wir sind positiver Hoffnung. Was haben Sie sich denn für dieses Jahr vorgenommen am Programm? Ja, wir haben normalerweise immer ganz viel geplant, schon im Voraus. Und unsere Gäste, die uns treu zur Seite stehen, wissen eigentlich immer schon das ganze Jahr im Voraus, was wir haben. Wir haben Schlagerscheune, wir haben Ostern, Pfingsten, Himmelfahrt, haben wir hier Programm im Biergarten. Dieses Jahr war es ein bisschen schwierig zu planen. Wir sind aber guter Hoffnung und die Leute stehen parat. Die fragen schon nach, wann geht's los, wann geht's los. Wir machen jetzt den Biergarten to go auf und hoffentlich bald bestuhlt. Und wir freuen uns auf unsere treuen Gäste. Und ich glaube, das wird dieses Jahr ein großer Erfolg werden. Und die Leute freuen sich, wieder rausgehen zu können und ein bisschen feiern und zusammen Bierchen trinken und das ist dann toll und man trifft sich bei uns, die Familie ist zusammen und es ist einfach ein positives Ereignis. Schloss Diedersdorf ist ja nicht nur Biergarten, das Hotel gibt es ja auch noch, das ist ja zum Teil auch noch auf. Das Hotel war ja die ganze Zeit für Geschäftsreisende geöffnet. Die haben es ein bisschen angenommen. Natürlich jetzt nicht, der Reiseverkehr war ja nicht so möglich. Ansonsten sind wir gut gebucht für die Hochzeiten, die letztes Jahr ja leider alle verschieben mussten auf dieses Jahr. Wir sind positiver Dinge. Hochzeiten haben sich angesagt, Feiern, Familienfeiern, Geburtstage. Also Hochzeit am See geht weiterhin noch. Wer möchte. Ja. Und Termine gibt es auch noch? Termine gibt es auch noch. Zwar sind wir ganz gut gebucht, aber wir finden immer eine Möglichkeit, wenn man ein bisschen flexibel ist von der Zeit her, kriegen wir das hin. Dann wünsche ich Ihrem Team und Ihnen natürlich eine erfolgreiche Saison und möglichst viele Gäste und Spaß dabei. Dann möchten wir auf die Saison anstoßen. Ja. Vielen Dank und Prost. Schön, dass ihr da wart und wir trinken jetzt mit To-Go-Bier, aber wenn es vielleicht ein bisschen zu kalt ist, wir haben auch Glühwein da oder alkoholfreien Punsch. Also für alle Wetterlagen und für alle Lebenslagen sind wir gewappnet und herzlich willkommen auf Schloss Diedersdorf.